Hallo, ich begrüße euch ein weiteres Mal von der Strecke Koblenz-Mainz, heute mit einem Szenario von meinem guten Freund, dem Tom. Der Link zum Szenario ist in der Videobeschreibung. Wir fahren heute den Eurocity 9 nach Zürich Hauptbahnhof und zwar einmal hier runter über die gesamte Strecke von Koblenz nach Mainz. Auf dem Teilabschnitt übernehmen wir. Wir rüsten die Lok auf, stecken den Fahrtrichtungswender rein, schieben den nach vorne. Öffnen die Türen auf der rechten Seite, Störung. schließen den Störung. Bremsschlüssel auf, lösen die Zugbremsen, legen die Lokbremse an. Ja, 2 Bar müsste, glaube ich, reichen, um uns am Wegrollen aufzuhalten. Wir schalten die Sicherungssysteme an. Dazu drehen wir uns einmal hier nach hinten hin und machen PZB und LZB an. Sie verlasse ich aus. Signalleuchten auf Spitzensignale und jawohl, das passt dann soweit. Machen wir uns noch die AFB an und stellen die AFB direkt auf die erlaubten 120. Wir schließen die Türen. Schließvorgang eingeleitet. Zuglichter an. Zugsammelschiene ist an, Lüfter sind auf automatisch, Führerstandsbeleuchtung brauchen wir erstmal nicht. Spitzensignale auf Signalbeleuchtung müsste eigentlich. Ja, lassen wir die auf Signalbeleuchtung. LED-Helligkeit und so passt soweit. Dann einmal die Lokbremse lösen. Und sobald wir Leistung aufschalten, müsste sich dann ja, die Bremse lösen. Und auf geht's. Hier noch ein ICE, der hier abgestellt ist. Sehr schön, da noch eine 103. Also wir sind hier praktisch mit modernerem Rollmaterial heute unterwegs auf der Strecke. So ein bisschen anachronistisch. Ja, ne? Passt jetzt nicht perfekt zu der Strecke, aber ehrlich gesagt fällt es auch kaum auf. Wir sind hier unterwegs als Eurocity, das heißt also, wir haben die SBB-Wagen. Können wir uns hier mal angucken. Hier die zweite Klasse Wagen und hier die erste Klasse Wagen. Hier auch mit den ganzen Details am Rand, Bremsgewichte. Der Link zu den Repaints ist dann auch in der Videobeschreibung zu den Eurocity Wagen Repaints. Uiuiui, da waren wir kurz im Radschlupf unterwegs. Und ja, das wird, denke ich mal, eine entspannte Fahrt. Das wollte ich nämlich auch unbedingt mal gemacht haben mit der 101 hier über die Rheinstrecke. Ist fast genauso ikonisch wie die 103. Naja, das, was die 103 damals geleistet hat, hat danach lange Zeit eine 101 geleistet. Und dementsprechend machen wir das heute auch mal hier mit der 101. Können schon direkt hoch auf die 140 km/h und können jetzt einfach mal die Strecke genießen, nachdem wir sie alle jetzt ein bisschen gesehen haben. Na, wir kennen jetzt alle hier die Strecke. Und jetzt kann man die Strecke einfach mal selbst ein bisschen mehr genießen. God-Mode ist natürlich auch verbaut, heißt also, wir haben hier gutes Field of View. Und ich freue mich vor allen Dingen auf den KI-Verkehr. Da bin ich sehr gespannt, was uns da so entgegenrollt. Ja, eine 110 mit Mindlingen. Eine 182 mit Containerwagen hinten dran. So lobe ich mir das. Wie gesagt, das Szenario von meinem guten Freund, dem Tom Fresco. Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. Hier entlang des Rheines. Eine herrliche Strecke. Da muss ich sagen, nur die wenigsten Kritikpunkte an dieser Strecke kann ich wirklich verstehen.
Ja, nicht zu 100% perfekt, aber definitiv einer der besten Strecken, die wir haben. Gut, das Ganze ist ein bisschen, muss man jetzt vielleicht relativieren. Das Video hier ist jetzt aufgenommen, nachdem der erste Stream zur Niddertalbahn jetzt gelaufen ist. Und die war natürlich absolut überragend. Also das ist wirklich gar kein Vergleich zu irgendeiner anderen TSW-Strecke. Das wird ein Fest, das sage ich euch. Aber ehrlicherweise ist die linke Rheinstrecke ja natürlich nicht in dem gleichen Detailgrad ausgestaltet, aber auch schon wirklich sehr, sehr schön eigentlich. Das gefällt mir sehr. Und wir können natürlich heute mal ein bisschen entspannter fahren. Endlich haben wir nämlich jetzt auch mal eine AFB dabei. Die gibt es ja nicht in der 103, zumindest nicht mehr. Die wurde ja irgendwann da ausgebaut, nachdem es mal einen schweren, schweren Eisenbahnunfall gab. Und herausgekommen ist, dass die AFB nicht so funktioniert hat in Kombination mit der LZB, wie sie es hätte machen sollen. Entsprechend hatte irgendwann die 103 dann keine AFB mehr. Wie gesagt, das Rollmaterial heute, das uns begegnet, ist alles ein bisschen moderner. Die Strecke selbst ist gesettet im Jahre 1997 und wir fahren aber, ja, so, ich glaube, so Mitte 2010er einen Fahrplan. Hier kommt ein Intercity vorbei. Ich denke mal, wir sind so vielleicht im Jahr 2014, 15 so. Was das Rollmaterial angeht, was das Szenario hier angeht. Das Szenario gibt es im Creators Club. Da könnt ihr das dann auch auf der Konsole nachspielen. Da links, da haben wir schon wieder eine Burg. Burgen über Burgen. Das ist schon ein ganz großes Kino hier. Die Szenerie mit den Burgen hier am Rhein. Tennisplatz. Was ich auch gerne hätte, wäre eine Trafo-Umschaltung hier in der 101, dass man mal eben noch ein bisschen mehr Power hat. Das wäre schon ganz cool, ne? Die Wagen, die wir hinten dran haben, sind übrigens nicht von der linken Rheinstrecke, sondern sind einfach die Wagen, die zu 101 dazu gehören. Also die moderne Version. Da standen die Leute etwas nah am Bahnsteig. Genau, die Wagen aus dem BR101 DLC, das es für die Hauptstrecke Rhein-Ruhr gab. Mittlerweile müsste man es, glaube ich, auch unabhängig von der Strecke kaufen können. Ich glaube, das funktioniert auch bei den alten Lok-DLCs so. Apropos Lok-DLC, reden wir mal darüber. Da gab es ja jetzt schon seit sehr, 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 sehr langer Zeit nichts Neues mehr. Keine News in Richtung Lok-DLCs. Es sind mindestens zwei in Entwicklung, nämlich die Baureihe 420 und die Baureihe 232, die Ludmilla. Beides allerdings von TSG und nicht von DTG, daher lasse ich das jetzt mal außen vor. Das letzte Lok-DLC von DTG selbst für, ja, sagen wir mal, für deutsche Strecken, ist schon etwas länger her. Das ist, glaube ich, das war sogar, glaube ich, die Baureihe 101, oder? Müsste, glaube ich. Und da hoffe ich sehr, dass doch in Zukunft da ein bisschen mehr wiederkommt in die Richtung. Denn ehrlicherweise, so schön eine Strecke dann halt eben auch ist, aber ich glaube, Lok-DLCs führen wirklich erst dazu, dass da auch so ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt. Und das wäre natürlich echt klasse, wenn es dann mal wieder bald irgendwas gäbe. Oh, wir sind zu schnell. Ich habe die Geschwindigkeitseinschränkung gar nicht gesehen.
müssen wir runter auf die 110. So, Bremse lösen. Und ja, das passt soweit. Also da kann man echt nicht genug Screenshots machen, oder? So, Ankündigung auf 100. Also Leistung raus und bremsen wir mal mit der AFB. Jawohl, wird auch nur die E-Bremse, glaube ich, genommen. Wir halten tatsächlich nicht irgendwo dazwischen. Der einzige Halt, den wir hier haben, ist Mainz. Und da kommt noch 187 von MRCI. Mit Containern hinten dran. Sehr, sehr schön. Na, der Güterverkehr wird normalerweise auf der anderen Seite des Rheins eher noch abgehandelt. Da trifft man in der Regel sehr viele Güterzüge. Dafür ist die rechte Rheinstrecke da. Umso weniger Personenzüge trifft man dort. Außer in seltenen Umleitungen. Dann passiert das mal. Ich glaube, es gibt auch ein oder zwei Intercity-Linien, die über die rechte Rheinstrecke geführt werden. Aber das war es dann auch. Hier eine 4. Ist das eine 425? Gucken wir mal. Ja. Hier in Boppard. Sehr schön, sehr, sehr schön. Guckt euch das an. Große Kirche. Okay, wir dürfen wieder hoch auf die 120. Ja, die Strecke ist ja jetzt ein paar Tage schon draußen, ne? Jetzt bin ich mal auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe ja viele eure Kommentare gelesen zu den Streams und zu den Release-Videos. Da war auf jeden Fall sehr viel Lob dabei für die Strecke. Da würde mich jetzt natürlich sehr interessieren. Oh, hallo. Da würde mich natürlich jetzt sehr interessieren, wie ihr jetzt so die Strecke findet, nachdem sie jetzt ein paar Tage draußen ist. Der Hype ist jetzt so ein bisschen wieder runtergegangen. Jetzt kann man mal nüchtern eine Meinung dazu abgeben. Was haltet ihr davon? Da bin ich sehr interessiert. Ich persönlich, ich muss wirklich sagen, die Strecke ist top. So, 130 dürfen wir jetzt hier fahren. Können schon mal die AFB hochstellen. Oh, und was ich übrigens ganz toll fände, ich weiß nicht, wie ihr das seht, mal eine Fahrgastmitfahrt. Vielleicht sogar, ja, entweder halt in den Intercity-Wagen oder, was ich mir vielleicht dachte, vielleicht sogar in dem Dostro. Und zwar dann im oberen Deck, sodass man viel mehr sehen kann. Das wäre doch auch was, oder? Was gefällt euch da so am besten? Wie würdet ihr gerne so eine Mitfahrt haben? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben und das mich wissen lassen. Und dann kann ich ja mal gucken, dass man das mal macht. Das wäre auf jeden Fall mal eine Idee hier an der Rheinstrecke entlang. Gibt ja kaum was Schöneres als die Rheinstrecke, oder? Also ich muss halt wirklich schon sagen, jetzt hier, nachdem die linke Rheinstrecke draußen ist, finde ich, ist es, glaube ich, ganz, ganz schwer, jetzt eine weitere schöne Strecke zu finden. Weil das ist ja schon einfach einer der schönsten Strecken, die es in Deutschland gibt. Sicherlich gibt es da noch ein paar andere Kandidaten. So gerade so, ja, so München-Garmisch ist, glaube ich, auch schon ganz schön so. Oder so weiter runter Richtung,
ja, so Richtung Innsbruck, ist bestimmt auch Hammer, weil da die Szenerie ein bisschen anders ist, so, ne? So alpin. Gut, es gäbe noch vielleicht die Moselstrecke, die wirklich auf einem ähnlichen Niveau schön ist. Freiburg-Basel ist natürlich auch, glaube ich, eine sehr schöne Strecke eigentlich. So, einmal runter auf die 100. Ja, nur ich denke mir halt, es ist wirklich jetzt echt schwer, einfach eine Strecke zu finden, die nach Koblenz-Mainz nicht total ablust dagegen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Aber das dauert ja eh noch. Das dauert jetzt locker. Ja, ich predikte mal so bis Juni vielleicht. Im Juni könnten wir vielleicht eine neue deutsche Strecke haben. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ganz ruhig wird, was so deutsche Releases angeht. Denn mag zwar sein, dass jetzt dann bald auch die Niddertalbahn draußen ist und erstmal dann nichts mehr auf der Roadmap zu finden ist. Oh, Doppeltraktion 425 sehe ich da voraus. Oder? Ja, ja. Ups, das wollte ich nicht. Das war die falsche Taste. Ich wollte eigentlich die AFB hochstellen. Auf die 110, die wir jetzt wieder fahren dürfen. Wo war ich? Ja, na, also mag zwar sein, dass jetzt die linke Rheinstrecke draußen ist und die Niddertalbahn ist jetzt auch in Kürze draußen. Aber wir haben ja auch noch die Baureihe 420 auf der Roadmap und zwar schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass TSG ja jetzt, nachdem die Niddertalbahn rausgebracht wurde, vielleicht ja, sich jetzt daran setzt, die 420 mal vom Tisch zu bekommen. Und die endlich mal rauszubringen. Ne, Mike Golz ist ja derjenige, der die an der 420 arbeitet. Ich glaube zusammen mit Influenzo. Influenzo, der hat ja auch schon die 420 für den Train Simulator gebaut, die ja wirklich hervorragend gut ist. Und da glaube ich tatsächlich, dass die eventuell in nächster Zeit doch mal irgendwas zum Thema 420 machen. Da kommt ein ICE3. Das soll vermutlich ein ICE-T darstellen. Wir fahren ja normalerweise hauptsächlich ICE-T, glaube ich, auf der Strecke und ICE 1 und 2. Die ICE-3er nehmen da in der Regel die Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt. Ja, genau. Also, jetzt, da die Niddertalbahn dann bald draußen ist, könnte es sein, dass TSG vielleicht jetzt mal die Zeit hat für die 420, um die fertig zu machen. Man muss aber bedenken, dass Mike Golds da selbstverständlich immer auch eingespannt ist in andere Projekte. Nicht nur eben seine eigenen, sondern er ist ja auch noch Second-Party-Developer für DTG. Also führt im Grunde genommen Auftragsarbeiten aus für DTG. Er hat ja auch zum Beispiel an der 103 gearbeitet und auch die 110 und so. Aber es sind halt eben nicht seine eigenen Loks, sondern er hat da einfach mitgearbeitet im Auftrag von DTG. Das ist halt der Unterschied. Und ich glaube, oder ich bin mir eigentlich ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass Mike Golds da auch jetzt gerade auch schon wieder an irgendwas Neuem arbeitet für den nächsten Release von DTG. Da bin ich mir sehr sicher. DTG wird ja definitiv jetzt schon wissen, welche Strecke als nächstes kommt und welche Fahrzeuge. Sowas muss ja geplant werden. So, einmal runter auf die 90. So, 90 haben wir jetzt erreicht. 1000 Hertz Leuchtmelder ist nicht angegangen. Ich,
kann es einfach nicht lassen, keine Screenshots zu machen. Und vorbei an der nächsten Burg. Und hier auch direkt. Ah ne, gar nicht. Das ist ja dieser Tunnel hier, glaube ich, bei St. Goa. Auch sehr schön, wenn sich da das die Eye Adaption wirkt, ne? Dass man dann, dann langsam sieht, wie der Lichtstrahl hier sich ausbreitet. Jetzt brauche ich aber doch ein bisschen mehr Licht. Und hier auch. Ist das St. Goa? Ja, das ist St. Goa mit der fehlenden Wassertextur hier, meine ich. Genau, die fehlende Wassertextur von St. Goa. Also das muss gepatcht werden, ne? Also es gibt gewisse Bugs und so, über die kann man hinwegsehen. Wenn die halt niemals gefixt werden, naja, ist zwar schade, aber okay. Aber das hier, das geht gar nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es sein kann, dass das ja so lange übersehen wurde, dass das im Release drin ist. Das ist so einer der wenigen Kritikpunkte hier, dieser Bereich, dass da die Wassertextur fehlt, das ist, das muss auf jeden Fall gefixt werden. Auch hier dieses Tunnelportal ist wunderschön mit diesem Türmchen daneben. Einfach schön. Kammereck-Tunnel. Ich sehe KI-Verkehr voraus. Ist das ein Güterzug? Ich glaube schon. Sieht aus wie ein Kesselzug. 185. Doppeltraktion. Mit falschem Stromabnehmer oben. Ich glaube, in der Train Simulator Version fehlt ja vollkommen sowas wie dieser, fehlen ja hier diese Weinberge komplett. Und übrigens, was ich schön finde, wenn man im Winter fährt, dann wächst hier tatsächlich nichts. Wir sind jetzt, glaube ich, eher so in einem sommerlichen Setting unterwegs. Und jetzt sehen wir tatsächlich, wie hier der Wein wächst, ne? Also, das sind, glaube ich, das sind halt wirklich gut gemachte Weinreben. Da hier wieder eine Brücke, einer dieser Türmchen hier, das ist wirklich eine berühmte Fotostelle, die Türme. Hier auch mit einer weiteren Burg. Was ist das, glaube ich, Bingen? Das ist, glaube ich, Bingen, oder? Sehen wir jetzt, wenn wir hier am Bahnsteig vorbeifahren. Ich glaube, das ist Bingerbrück. Und ich sehe da KI-Verkehr. Oh ne, Oberwiesel. Hier eine 182.
wartet hier auf Weiterfahrt. So, wir dürfen hoch auf die 140. Leider heute ohne Panoramawagen, aber das ist ja auch sowieso, glaube ich, so eine Ansichtskarte, die ja jeder kennt, oder? Die Eurocity-Züge hier auf der Strecke. Saß ich auch schon mal übrigens drin im Eurocity 9 oder im Eurocity 8, weiß ich nicht mehr. In beide Richtungen übrigens. Ich saß sowohl im Eurocity und bin hochgefahren damit nach Hamburg, als auch runter nach Koblenz. Schöne Züge gefallen mir sehr, auch wenn ich nicht so ein großer Fan bin von der Bestuhlung der Eurocity-Züge. Das sind ja immer diese 4x4 Sitze. Bin ich nicht so ein großer Fan von, weil man dann Gefahr läuft, immer mit fremden Menschen da zusammenzusitzen. Und das kann ja niemand freiwillig wollen. So, schauen wir, dass wir mit der E-Bremse auf die 120 kommen. Ja, fast geschafft. So, ab hier gelten die 120. Die haben wir jetzt auch. Und AFB auf die 120 gestellt und Leistung wieder aufschalten. Als ich hier als Lokführer vorbeifahre, ne, das ist ein Traum. Intercity kommt vorbei. Ja, das ist einfach schön. Das ist vor allen Dingen einfach auch sehr entspannt, jetzt hier ohne. Diesmal mit AFB hier lang zu fahren. Und auch jetzt nicht wie beim Release die ganze Zeit auf jede Kleinigkeit achten zu müssen, sondern jetzt ist halt die Strecke draußen. Jetzt kennt man sie so ein bisschen. Jetzt kann man einfach mal so ein bisschen mehr, ja, die reine Fahrt an und für sich genießen. Eieiei, das ist der kaputte Bahnübergang. Auch das, einer der beiden, auch das so eine Sache, die muss gefixt werden. Ne, also die Wassertextur und der Bahnübergang, das sind zwei Dinge, das geht so nicht. Da muss man ganz ehrlich sein, so schön die Strecke ist, so viele positive Sachen, wie es gibt, diese beiden Sachen, das darf nicht sein. Nicht, dass ich sagen würde, das ist ein Grund, die Strecke nicht zu haben, auf gar keinen Fall, ehrlich gesagt. Aber ja, es wäre schön, wenn das auf jeden Fall irgendwann noch gefixt wird. Ne, mir haben ja Leute irgendwie unterstellt, ich dürfte keine Kritik oder sowas äußern. Das stimmt gar nicht. Ich bin zwar Ambassador von DTG. Ich krieg zwar die DLCs gestellt, aber tatsächlich werde ich in keinster Form dazu angehalten, Werbung zu machen. Was ich machen soll, ist die DLCs vorstellen und meine Meinung dazu abgeben. Und das mache ich auch. Und da bin ich auch immer ehrlich mit euch. Und mir ist auch keiner bei DTG böse, wenn ich irgendwie mal Kritik äußere. Man kann Kritik üben und das weiß auch DTG und das mache ich auch. Ne? Da, wo es halt angebracht ist. Aber nur, weil ich mal was lobe, also wenn ich mal die Strecke hier lobe und sage, ach, die gefällt mir, die ist echt schön, dann heißt das nicht, dass ich das nur sage, weil ich sowas sagen muss. Ich muss gar nichts sagen. Tatsächlich. Tatsächlich gibt es in dieser, ich kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe da diese Zusammenarbeit mit DTG. Und da gibt es halt bestimmte Konditionen, bestimmte Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen.
Aber zu diesen Rahmenbedingungen zählt in keinster Form, dass ich gezwungen bin, nur positive Sachen zu äußern. Das bin ich nicht, das muss ich nicht. Und das mache ich auch nicht nur. Ne? Also wenn ihr euch zum Beispiel an das Video erinnert, wo ich mal die 187 vorgestellt habe, die Baureihe 187 damals von Skyhook. Bei dem Video war ich echt sauer, als ich das vorgestellt habe, weil es einfach so ein, verzeiht mir die Sprache, so ein bescheuert schlechtes Add-on war. Und es ist nach wie vor schlecht und nur fahrbar durch Mods. So. Hat auch keiner gesagt, hey, warum hast du das jetzt so gesagt? Warum sagst du nichts Gutes? Ja, muss ich halt nicht machen. Hm? Okay, was ich machen muss, ist auf jeden Fall jetzt anhalten, weil HP 0. So. Sind unter der 85. Lösen mal die Bremse aus. Gucken, dass die E-Bremse schneller gelöst wird. So. Und halten da vorne an. So, 110 fährt vorbei. Und wir lassen rollen bis zum Signal. Oh, hat mich das gerade erschreckt. Sorry. Na, mit etwas Glück springt das Signal um, bevor wir zum Halten kommen. Na? Okay, wir halten an. Was ich ganz schön finde, ist, glaube ich, dass das hier... Das war doch mal interaktiv. Hm. Naja. Wir können weiter. Das Signal ist grün. Natürlich nur vor Max 25, bis zum Signal zumindest. In der Hoffnung, dass der 500-Hertz-Magnet dann ausgeht. Beziehungsweise die Beeinflussung. Jawohl. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und mir ist ein kleiner Bug aufgefallen. Das Signal hier. Signalnummer. Ist ein bisschen... falsch. Habe ich jetzt mal gescreenshottet, um das mal an DTG weiterzuleiten. Das würde ich euch übrigens auch immer empfehlen, ne? Wenn ihr irgendwelche Bugs und sowas seht, würde ich mir, bevor man sich irgendwo aufregt, erstmal das an DTG weiterleiten überhaupt. Vielleicht wissen die nämlich gar nichts davon. Ne, man muss die ja erstmal wissen lassen, wo ist eigentlich was falsch, damit es überhaupt behoben werden kann. So, ab hier dürfen wir 130 fahren, also hoch mit der AFB. Oh, da kommt ein ICE 1. Auch dieser Bahnübergang hier, leider einer, durch den die Autos einfach durchkacheln. Auch das muss definitiv gefixt werden. Ist das denn jetzt hier so dunkel? Hm.
Verstehe ich nicht. Egal. Also hier so Trainspotten. Gute Position. Sehr schön. Augen auf die Strecke. Na los. Okay, wir fahren wohl anscheinend einem Zug hinterher. Auch hier gucken wir, dass wir wieder auslösen und ans Signal ranfahren. Und jetzt können wir langsam bremsen. Wir können ja mal hier auf die Karte gucken, wen wir da vor uns haben. Oh ja. Den hier. Und da kommt gleich ein Güterzug, glaube ich, entgegen. Warten wir erstmal den Güterzug hier ab. Ich würde auch sagen, dann fahren wir mit verringerter Geschwindigkeit weiter. Also, dass wir jetzt nicht wieder auf Streckengeschwindigkeit hoch beschleunigen, sondern vielleicht nur maximal auf so 100. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht ständig hier Stop-and-Go-mäßig zum Halten kommen. Wer kommt denn da? Ein Lokzug 185er. Leider alle Loks aufgebügelt. Aber trotzdem schön. Das finde ich ja ganz schön, wenn man mit der Kamera hier ist. Dann halten die an. Und fangen an zu hupen. Ja. Der steht da immer noch. Könnte doch eigentlich fahren. Was wir erstmal machen, ist einmal hier anrufen. Okay, dann fliegen wir einmal rüber zum nächsten Bahnhof und schauen uns mal an, was da los ist. So. Der hier ist es. Okay. Also du kannst nicht mehr weiter. Weil. Schauen wir mal. Ist hier irgendwie die Strecke blockiert? Huch. Der möchte wohl hier nach rechts. Okay.
Und dann hier bei der Weiche nach wieder nach rechts. Und dann hier geradeaus. Geradeaus. Und hier rein. Das müsste er doch eigentlich können. Oder liegt es hier an dem? Möchte er hier in das Gleis? Hm. Ah, oder... Also hier ist ja noch Bewegung. Also irgendwie hat sich noch nicht alles aufgehängt. Vielleicht ist das so geplant. Die Frage ist, wann fährt der hier ab? Und in welche Richtung fährt er überhaupt? Das können wir jetzt leider nicht herausfinden. Oder? Nee. Ich hoffe mal. Bitte achten Sie auf den Abstand zum Grundbahnsteigkasten. Hm. Und du hier? Das ist einfach Gegenverkehr. Der fährt nach St. Goa. Der kann auch fahren. Verfolgen wir den mal kurz. Vielleicht kann nämlich jetzt der Dosto fahren, nachdem der hier weggefahren ist. Wir haben ja praktisch mit der Drohne verfolgt. Die Drohnencam. So, und vielleicht kann sich ja jetzt der Dosto hier bewegen. Nee. Hm. Also ich glaube, der Dosto hier, der muss in das Gleis. Wir fahren ja hier in dieses Gleis und da fahren wir einfach durch. Das Problem ist dieser Zug hier. Ich habe eine Idee. Aber die würde bedeuten... Wir machen mal Folgendes. Und zwar... wir stellen das Ganze mal hier auf zweifach oder vielleicht sogar auf vierfach. Dann sind wir hier auch mit vierfacher Geschwindigkeit unterwegs und laufen mal in den Bahnhof rein. In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Also der steht da immer noch. Ich habe nämlich jetzt folgende Idee. Und zwar laufen wir jetzt zu dem Zug hin, der da in dem Gleis steht. Ja, gleich geschafft. Da kommt noch mehr KI-Verkehr. Und versuchen, den von den Gleisen einfach wegzubeamen, weil ich glaube, dass der sich aufgehängt hat. Und zwar der hier. So, hier sind wir angekommen. Ich stelle mal wieder auf normale Geschwindigkeit.
Was passiert, wenn wir uns hinsetzen? Okay, geht nicht. Können wir uns hier hinsetzen? Okay. Wenn jetzt alles klappt, dann können wir theoretisch mit den Konsolenbefehlen diesen Zug hier einfach wegbeamen. Entfernt den aktuellen Zug von den Gleisen und platziert ihn im Vault. Wahrscheinlich eine sehr schlechte Idee, dies mit einem spielergesteuerten Zug zu tun. Okay, ich weiß jetzt nicht, welcher Zug hier dadurch angesteuert wird. Das ist halt die Frage, ne? Wir machen es einfach mal. Okay, also ist nichts passiert. Ups. Ja, okay, ich glaube... Ne? Ne, wir stehen da immer noch. Aber welchen Zug hat es denn dann bitte getroffen? Favoriten und Remove Train from Track. Nö, geht nicht. Traffic Manager? Nee. Nee, das bringt mich auch nicht weiter. Extras. Nee, wisst ihr was? Dann machen wir jetzt noch... Okay, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle jetzt abbrechen, weil da nicht mehr so viel, glaube ich, passiert. Dann machen wir noch Folgendes. Wir haben uns hier mal einen Jeep erzeugt. Und fahren einfach mit dem Jeep mal eben zurück zu unserem Zug. Ne? Ein bisschen schwer über die Gleise zu fahren. Aber jetzt machen wir GTA-mäßig. Sind wir jetzt mal unterwegs. Ja. Bisschen schwer hier zu steuern. Der springt doch, der hüpft auch hier und da ein bisschen sehr viel rum. Also ich werde jetzt einmal hier die Gleise überqueren. Ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank dabei. Hat jetzt auch keiner erwartet, dass wir am Ende mit dem Jeep hier über die Strecke brausen. So, gleich da. Den, Übrigens, den Jeep kriegt man dadurch her, dass man die Strecke Runaway 11 besitzt. Dann funktioniert das hier mit dem Jeep. Ich hoffe nur nicht, dass jetzt ein Zug von hinten kommt und uns hier einmal wegrammt. Das wäre unvorteilhaft. Oha. Wir hätten auch natürlich auf der Straße fahren können. Können wir das überhaupt? Ja, können wir auch. Geil. Vielleicht machen wir das. Hättet ihr darauf Bock, mal einmal mit dem Auto hier die Rheinstrecke entlang fahren? Wäre das mal was? Wäre schon witzig, oder? Ist zwar nur ein bisschen langsam, aber ich kann ja die Geschwindigkeit in diesem Sinne auf mal 2 setzen. Dann sind wir doppelt so schnell unterwegs. Ich würde auch nicht die komplette Strecke lang fahren. So, wir sind angekommen. Vielen Dank, lieber Jeep. Hey! 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 Super. Gut. Dann bedanke ich mich bis hierhin fürs Zuschauen mit diesem etwas komischen Ende und wünsche euch aber trotzdem alles Liebe und alles Gute. Ciao, ciao.